Nö, klar fahre ich da natürlich hin, um vorne mitzuspielen, möglichst zu gewinnen. Aber ich weiß auch ganz genau, wie stark die Konkurrenz ist. Gerade hier auch aus dem deutschen Lager. Dima hat super gespielt bei Olympia, hat sich sehr, sehr stark verbessert. Patrick Baum, die letzten beiden Male Vize-Europameister gewesen. Gegen den hatte ich es auch schwer gehabt im Finale. Auch die anderen sind, ja, ich würde nicht sagen unberechenbar, aber einfach sehr, sehr gute Spieler, gegen die ich auch Top-Leistung bringen muss, um zu bestehen. Und deshalb wird es kein Selbstläufer für mich. Ach, ich denke schon, dass der Timo ganz genau weiß, dass er im Team harte Konkurrenz hat. Das hat er über Jahre jetzt auch schon. Aber im Endeffekt geht der Titel nicht über den Timo, ganz klar. Der den Timo schlägt, der wird am Ende auch dann sehr wahrscheinlich ganz oben stehen. Timo bleibt natürlich ein absoluter Top-Favorit immer. Der geht da ganz locker in so ein Turnier, das schon oft gewonnen. Und ja, das ist so sein Turnier. Ansonsten präsentiere ich auch Gacina ganz gut in letzter Zeit. Und das ist ein Turnier, wo auch immer wieder Überraschungen passieren, wo Leute unerwartet mal weiter vorstoßen. Das hat man in den letzten Jahren immer wieder gesehen. Ja, man träumt natürlich, im Einzel mal zu gewinnen. Und ja, ich bin ja die letzten Male immer knapp im Viertelfinale schon relativ früh gescheitert. Und ja, ich muss mich Runde für Runde zu konzentrieren und hoffe, dass es diesmal weitergeht. Wär schön, ja. Also könnten wir, glaube ich, alle zufrieden sein, wenn zwei Deutsche wieder im Finale stehen. Und wenn ich einer derjenigen bin und Dima, dann würde das, glaube ich, auch passen zum Verlauf der letzten Saison, weil wir, glaube ich, mit die besten Spieler waren in Europa.